Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück zu einem Vlog von uns, von den Schrömmels. Heute ist Quarantänetag 1 und ihr fragt euch jetzt, warum ist die Michaela im Auto? Zumindest die, die das gestrige Video nicht gesehen haben. Ich erkläre das nochmal eben. Und dann kann ich immer auf den Quarantänetag 1 zurückweisen, wenn jemand fragt, warum dürft ihr euch außerhalb eurer Wohnung oder Haus oder so aufhalten. Gestern war es so, dass wir eine E-Mail von Calvinos Schule, also von unserem Sohn, bekommen haben, dass seine Klasse in Quarantäne muss. Und wir haben uns dazu entschieden, uns ja zurückzuziehen, also dass wir halt nicht arbeiten gehen und unsere Termine alle verschieben und so. Aber wir dürfen natürlich trotzdem zu unserem Haus und das renovieren und so. Calvino, der darf nur in der Wohnung bleiben, wo wir halt gemeldet sind, und im Garten auf diesem Grundstück hier. Der darf nicht mal mehr mit spazieren gehen, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen. Der muss wirklich zu Hause bleiben, Quarantäne, vom Gesundheitsamt angeordnet. Aber da er nicht als infiziert gilt, dürfen wir ganz normal alles machen. Wir dürfen arbeiten gehen, wir dürfen alles machen. Wir gehen halt nur nicht arbeiten, weil wir selbstständig sind und einen Einzelhandel haben. Und natürlich, ja, wir die Kunden nicht verunsichern möchten. Bitte? Mit dem Zusägen auch heute? Ja, können wir ja gucken, wie weit wir kommen, ne? Ja, nimm besser mit. Also, das ist der Grund, warum Bernd und ich trotzdem unterwegs sein dürfen. Es ist halt so eine Art freiwillige Quarantäne. Weil wenn wir halt sagen, einer bei uns ist in Quarantäne, dann ist erstmal so, Und deswegen machen wir das so zurzeit. Also, das ist dann jetzt geklärt. Die Videos, die ihr seht, das sage ich auch nochmal, die sind jetzt halt schon, also wenn ihr das seht, dann ist die Quarantäne schon vorbei. Bitte? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, du hast die letzte Mal benutzt. Bernd packt gerade das Auto. Wir wollen heute das Familienbett weiterbauen bei uns im Haus. Auch da, normalerweise wären heute Bernds Eltern gekommen und noch andere Helfer. Schlüssel. Sorry, ich musste Bernd den Schlüssel geben. Noch andere Helfer und wären heute gekommen zum Haus. Und wir haben halt allen abgesagt. Ja, bringt ja nichts, ne? Wir machen das jetzt erstmal alleine hier weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, komm, Smurfy, du darfst nach oben. Komm, Smurfy. Komm rein. Komm, hopp. Komm zu Härchen. Oh, kannst du gar nicht glauben, ne? Er war vor lange nicht oben. Oh. Er sagt, jetzt kommt der Destroyer. Nehmt euch alle in Acht. So. Unser Familienbetti. Ja. So ist er fein, ne? Kau da irgendwas. Lass mal aus. Ja, super. Ja. Nicht die Internetskabel. Internets. Ja. Okay, hier ist dein Ladekabel. Das ist hier. Du willst die Seiten schon dran machen, bevor wir die Lampen dran machen. Ja, dann? Was meinst du? Hey! Können wir doch machen. Ich habe Angst, dass wir das nicht mehr richtig gestellt kriegen. Wie, dass wir es nicht mehr bewegt kriegen, weil es zu schwer? Wir stehen bleiben. Ja, das sind schon. Aber eigentlich bist du jetzt ja genug Masse haben, ne? Ja. So. War der Akku hier noch voll? Ja. Was denn? Die Winkel, die großen. Ich gehe eben runter. Die Schleifmaschine eben mit, dann haben wir ein bisschen mehr Platz.
Happy damit? Ja, das Problem nur offen, dass die Matratzen drauf passen. Ist ja nicht schlimm, dass das ein bisschen übersteht, ne? Keine Ahnung. Das ist mal fest. Du bist der Experte. Ey! Musst du mal probieren. Ja, gehen. Ich glaube, die Lampen sind über den Schalter da, ne? Das weiß ich nicht. Wir haben gar keine Lampen dafür. Da können wir uns doch kleine schöne holen. Ja. Dann brauchen wir die auch, den zum Licht ausmachen. Ja. Oder? Können wir. Er sagt, die Schraube kann er gebrauchen. Er kann alles gebrauchen. Smurfy, ja, aus! Fragt, das okay ist, du ist fein. Wir wurden übrigens gefragt, ob Calvino auch bei uns im Bett schläft, wenn das Familienbett fertig ist. Ja. Von Zuschauern. Ich filme das gerade. Bohrer geben? Ein Bohrer. Da müsste einer unten liegen. Der? Ja. Ja, wenn er möchte, kann er ja auch schlafen hier, ne? Ja. Hier ist ein Steinbohrer. Das war, ist ein Stein. Hier ja, ist noch einer. Holzbohrer ist immer mit einer Spitze. Also Holz hat immer so eine Spitze vorne. Das ist ja eigentlich erklärt. Mit den Menschen. Wie man das Weisheit für mich und für uns behalten kann. Nein, ein Holzbohrer ist immer spitz oben. Danke für die Klugheit. Für den Teil. Jedenfalls, also Calvino kann natürlich gerne auch bei uns schlafen, das kann er sich selber aussuchen. Aber ich glaube, der wird das wohl mal machen, weil es interessant ist, aber am Ende wird er bei sich schlafen wollen. Aber wie er möchte. Ja, Platz haben wir genug. Hast du Lust, den Staubsauger einmal zu holen? Ja. Heiß. Passt denn ja innen an. Wie heiß, wie beim kleinen Kind. Heiß. Und er ist jetzt auch ganz zufrieden mit seinem Riesenknochen. So, da können wir den Staubsauger hier nehmen, ja, oder den von unten? Okay. Man beachte die tollen Schuhe. Ich sag mal, so meine tollen Schuhe beachten. Deine auch, vorbeilatschen. Hier. Warte mal, der ist hier verdreht. Er hilft dir nur. Ja, fass dir mit an, dann hilfst du mir auch. Achtung. Der Test, Test. Aus. Geh mal. Er sagt, ja, ein Bett aus, Smurfy. Die muss ich halt legen, ne? Die war ja jetzt... Das könnte er sich vorstellen als Bett. Liegst du hier gut? Liegst du hier gut mit deinem dicken Nulliwand? Aua! Oh Gott, und wenn wir die waschen wollen, die Matratzenbezüge, dann müssen wir das hier friemeln. Eieiei. So, jetzt müssen wir nur noch die ganzen Latten festschrauben, oder der Bernd eher gesagt. Und dann kommt Fuß- und Kopfteil dran. Und die Matratzen passen, das haben wir schon mal ausprobiert, dass die so nicht überlappen oder so. Das passt schon mal. Ein bisschen sehr eng, ne? Aber egal, jetzt kommt der Matratzentest. Murphy, meine Güte! Liegen ist aber nicht mehr so geil. Wie findest du die Matratzen? Etti! Oh. Hi! Meinst du? Ich finde die okay. Ja, ne? Hart, ne? 90 Euro oder was die gekostet Etti, haben? Hör auf damit. Etti, nein. Sind das schön, sollen wir jetzt schlafen? Es sieht mal aus. Etti! Etti! Nur für dich ein großes Riesenbett! Nur für dich ein großes Riesenbett! Wah. Wah. Auf, ja? Was? Auf den Bauch aufpassen. Ah. Er sagt, da ist ein Stück Rinde abgegangen. Das lag auf dem Boden, hat er entdeckt. Das braucht er.
Komm, jetzt können wir ganz romantisch hier mal glotzen, wie das ist, wenn der Sternenhimmel, der jetzt nicht ist, ist. Der Baum muss weg. Was die Gänse, ist das nicht schön? Wie gesagt, zum Glück können wir immer noch eine andere Matratze, wenn ich selber auf die schlafen kann. Und so ist doch, es ist alles besser. Ein Strohbett wäre besser als die Couch. Als die schimmelige Couch. Ach. Hallo, es ist, wie spät haben wir? 8:30 oder so, aber ist ja auch egal. Wir sind zu Hause. Das Bett ist nicht fertig geworden. Das Kopfteil, warum müssen wir das Kopfteil mit deinen Eltern machen, wegen Anhalten oder so, ne? Das muss gesägt werden, gerade. Dann muss zwei halten und einer muss sägen. Okay. Weil das so schwer ist. Ja, deswegen haben wir Kopf- und Fußteil noch nicht dran. Und sind dann nach Hause gefahren, haben uns hier ein bisschen ausgeruht und gegessen und haben im Schlafzimmer weitergemacht. Die Regale ausgeräumt, einen Sack für die Altkleidersammlung wieder und ja, so Kisten gepackt und so, die wir dann morgen schon mal mit ins Haus nehmen können. So Sachen, die mir jetzt eh nicht passen, die habe ich schon in Säcke gepackt. Ja, dann wird das auch, geht das langsam voran und morgen geht's weiter. Jetzt gucken wir einen Film. Der große Trip Wild. Der große Wild Trip. Der große Wild Trip auf Netflix, glaube ich. Ja. Gut. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.